Und dann haben wir hier Christian vor 5 Jahren fast 300.000 Aufrufe. Was eine ekelhafte Piep! 300.000 Aufrufe über 5 Jahre her. Geil. Let's go. Ist aber ganz interessant, weil ich als Olivenhasser, ne? Geil, Tim auch geraucht damals. Zipfel. Benni auch, Alter. Digga, wirklich jeder, Alter, jeder. Nochmal Benni, Alter. Der gibt auch immer geile Geräusche. Digga, geil. Ich muss aufpassen, dass, wenn ich gleichzeitig rauche, dann verschlucke ich mich bloß an dem scheiß Rauch der Musikkonzert. Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Killer Neues. Heute ist es dann für euch endlich soweit. Es kommt der Alvaro Farmer, der schon sehr, sehr lange intensiv auch gefordert worden ist. Ich Oh habe ja. sehr, sehr viele Privatnachrichten bekommen, gerade auf Facebook. Hier, mach doch mal Alvaro Farmer. Du hast doch früher auch so eine Scheiße geraucht und möchte Reaktion sehen und wie ist der? Und ich traue mich, den nicht zu holen. Mach du das lieber. Bravo. Ich hätte mir den selber nie gekauft. Nie. Auch nicht für ein Video hätte ich mir den gekauft. Doch, doch, eigentlich Christian ist, der raucht gerne Olive, Käse, Kebabfleisch. Das war früher auf jeden Fall seins. Was er in dem Video sagt, weiß ich nicht, verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber den hat er des Öfteren auch privat schon mal geraucht. Aber wir haben ja so nice Dudes in der Gang. Ja. Erik, Grüße gehen nicht raus. Gehen doch raus. Grüße gehen raus. Der hatte mir nämlich im Livestream 15 € gespendet für eine Dose Alvaro Farmer, die ich mir dann jetzt gekauft habe. Ja, also 200 Gramm 13,90 €. Das Ganze ist ready to smoke. Braucht ihr nicht mehr anfeuchten. Die Scheiße könnt ihr direkt so in den Kopf packen. Und mit Scheiße meine ich wirklich Scheiße. Ja, also das ist eine Spaßsorte. Was anderes. Es geht nicht anders, ja. Also wer das raucht, ist mir ein Rätsel. Elite-Edition. Ja. Nur für die Elite. Also wirklich, das Ding ging vor 5 Jahren so krank durch die Decke. Jeder hat das geraucht, jeder hat das probiert. Und es ist bis heute einfach das Schrecklichste, was es gibt. Drauf ist so eine holländische Windmühle im Hintergrund. Ich habe keinen Bock. Ja, ich habe wirklich keinen Bock. Ich habe auch noch nicht ein einziges Mal an der Pfeife gezogen. Die Kohle liegt da schon easy 5 Minuten drauf. Wir kommen zum Geruch. Ja, wonach riecht das Ganze hier überhaupt? Ja, Käse-Olive soll das sein. Ja, oder dieser Feta-Käse. Das ist das Ekligste, was ich bisher gerochen habe. Der Tabak riecht einfach nur, als wenn der abgelaufen ist, als wenn der schlecht. Ich Kuhstall. Für mich Kuhstall. Er hat so eine stechende Note. Ja. Das ist einfach nur hart ekelhaft. Und jede Sekunde, wo du den Deckel auflässt, vereint sich der Raumduft mit diesem Geschmack. Ja, es ist einfach nur hart, hart eklig, Freunde. Also, wenn du das riechst, weißt du schon, was beim Rauchen passieren wird. Und darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Es gibt, oder es gab, glaube ich, auch keinen damals in der ganzen Szene, der geraucht hat, sagt hat, naja, so schlecht ist es gar nicht. Ja, ey, sowas Ekliges. Ich habe meiner Freundin den gezeigt gehabt, und einem Arbeitskollegen. Der Arbeitskollege hat direkt gesagt, oh, ist das Olive? Was? Ich sag, Digga, was? Wie riecht man da Olive raus? Ich fresse auch keine Oliven, ja. Aber so ein Schafskäse da oder wie die Funzeldinger da heißen, das esse ich auch gerne. Ja, das rieche ich jetzt hier nicht raus, das stinkt einfach nur, das Zeug. Aber es scheint wohl wirklich nach Olive zu riechen. Wie gesagt, für mich riecht er nach Kuhstall. Was?
Setup ist in der Videobeschreibung, auch wenn ich glaube, dass das hier heute sehr, sehr wenig zur Sache tut. Wir kommen zum ersten Zug. Ich habe den vorher noch nie gesehen. Das ist jetzt hier wirklich die Feuertaufe. Ich habe mir nur ein paar Videos angeguckt. Ich glaube, 3 Stück oder was waren online von Keule, Zipfel und Warentestern. Ihr merkt, ich möchte es herauszögern. Oh Gott. Erster Zug. Erstmal Respekt. Erstmal vollster Respekt, dass der so lange ziehen konnte und direkt so eine Rauchentwicklung hat. Krank. Bah. Ey, wirklich bah. Das schmeckt so nach Kuhstall, ja, wie Kuhstall riecht, ey. Boah, ist das ekelhaft. Schön salzig. Ist das ekelhaft. Ey, und der Raum stinkt so. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie ich den Geruch hier rauskriege, ja. Ich werde gleich 35.000 Raumspray-Duftdosen kaufen und die auf Dauerdruck stellen, ja. Boah, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Junge, wie er sich hart gönnt. Boah, du musst echt kämpfen. Du musst wirklich echt kämpfen. Augen sind schon schön am Tränen. Es ist, also bei mir ist so ein Gefühl wie kurz vorm Kotzen. Wenn sich hier hinten der Hals so zusammenzieht und ihr merkt, von der Seite kommt Speichel. So. Oh ja. Dieses Bittere, wo sich immer mehr so zusammenzieht und ihr nur noch auf den Druck von hinten wartet, dass es endlich rauskommt. Das habe ich, wenn ich hier ziehe. Ja, jede fucking Sekunde. Der Geruch ist aber noch beschissener als der Geschmack, finde ich. Der Geruch, der zerfetzt dir alles. Die ganze Bude stinkt. Die ganze Bude stinkt so ekelhaft. Du denkst, weiß ich nicht, hinter der Couch. Also, wenn wir wirklich das Verhältnis nehmen, Geruch und Geschmack. Geruch 100%, dann ist der Geschmack, würde ich sagen, von der Intensität her so bei 70. Weil der Geruch, der zerstört alles. Liegt ein toter Nashorn, vor dir eine tote Katze und alle Schuhe, die du in der Wohnung stehen hast, sind in Scheiße getrampelt. So riecht die ganze Bude. Das ist so ekelhaft. Bäh. Vielleicht auch eine andere Pfeife nehmen sollen. Ne? Dann werde ich mir gleich auch einen doofen schruppen. Oi, oi, oi. Oh Gott. Ich habe mir ein Video angeguckt vom Keule und vom Keule. Vom Keule habe ich mir das auch angeguckt. Ja. Vom Zipfel. Der Zipfel hat dieses Raucherlebnis 1:1 getroffen, darauf wäre ich auch gekommen. Es ist, wenn ihr zieht, wie Sodbrennen. Ja, dieses Brennen im Hals, was euch alles zusammenzieht. Und dieses eklig salzige und auf der Zunge und vorne auf dem Mund habt ihr das alles noch. Ach, ich finde es einfach nur bestialisch ekelhaft. Das ist das Ekligste, was ich bisher geraucht habe. Da ist PX1 Mettwurst ein Segen dagegen. Wirklich, PX1 Mettwurst dagegen absolut babamäßig. Ein absoluter Segen gegen das hier. Also. Boah. Ich kann den Geschmack, ist Kuhscheiße. Was anderes kann ich hier nicht definieren. Ja, Feta, Käse, Olive, die Mischung alleine ist schon skurril. Ich würde euch ja gerne mal ein paar Ringe zeigen. Ja? Oh, nee, ist geil. Das ekelhaft, ist das ekelhaft. Keine Kaufempfehlung. Ich weiß nicht, was ihr euch erhofft habt. Damit kannst du deine Kollegen verarschen. Aber ob das euch 13,90 Euro oder was kostet der Kack hier wert ist, weiß ich nicht. Ich bin komplett bedient. Ich bin wirklich komplett bedient. Die ganze Bude stinkt hier einfach nur. Ich komme mir vor, als wäre ich 8 Jahre nicht geduscht oder in Kacke gebadet.
Bah, einfach nur ekelhaft. Einfach nur komplett ekelhaft. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wer den geraucht hat. Ich habe sogar gehört, einer feiert den ja sogar. Es gab wirklich Leute. Ah, Digga, so schlimm ist es doch gar nicht. Den kann ich easy eine Stunde durchpelzen. Moin, läuft. Also, bah. Schreibt in die Kommentare rein, wer den schon geraucht hat. Oder mal an der Dose gerochen hat. Weil das reicht eigentlich schon. Widerlich. Hart, hart, widerlich, Freunde. Ich beende das Video ja auch, weil ich so schnell wie möglich die Kohlen da unten oben runter haben möchte. Und hier Fenster auf. Also, das ist so, so scheiße widerlich. Das, bah. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Ich möchte Daumen sehen jetzt. Jetzt möchte ich Daumen sehen für diese eklige Scheiße hier. Kann hier neu tapezieren hier unten wahrscheinlich. Also, Tapeten, die lösen sich schon von der Wände hier. Das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Ich übertreibe hier auch nicht. Ich find's. Reicht mir auch schon. Nie wieder. Es ist ekelhaft. Du machst sie einmal eine Sekunde auf, der ganze Raum. Bäh. Einfach nur bäh. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch sehr, sehr viel Rauch, sehr, sehr viel Geschmack. Ja. Kein Pharma-Geschmack. Freue mich über jeden Daumen nach oben. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Geil. Wie viel haben wir hier? 9600 Likes, dünne. Erstmal positiv bewerten das Ganze.